Hallo Leute, zu diesem Video von mir, eurem Kevin LP. Heute geht es um diese Cooler Master A200 Kühlplatte und die gucken wir uns heute mal an. Folgendes Szenario, warum ich mir die Kühlplatte gekauft habe. Ich habe hier ein Gaming Notebook von HP und das wollen wir natürlich ausreichend kühlen. Gucken wir uns auch gleich mal an. Und ja, viel Spaß zu diesem Video. Wir packen die heute aus und gucken uns das mal an. Ja, erstmal gucke ich, ob ich was ich euch überhaupt zeigen kann. Ich habe hier immer ein bisschen wenig Platz. Und oben natürlich das Garantiesiegel, aber das ist natürlich schon offen. Ihr habt mir vorhin auch schon richtig in die Flossen geschnitten bei dem Öffnen vom Saturn-Karton. Also ihr habt es mitbekommen, ich habe es bei Saturn gekauft. Also bei dem Online-Shop von Saturn. Und ja. Mitgeliefert bekommt ihr noch ein Handbuch und ein USB-Kabel. Und dann habt ihr nichts mehr drin. Kann ich euch nicht zeigen gerade, aber könnt ihr mir glauben. Zuerst kriegt ihr ein USB 2.0 Kabel mitgeliefert. Gucken wir uns mal an. Mit Mini-USB auf... Ja, von den Kabeln habe ich genug hier rumliegen. Auch in guter Stückzahl. Ja. Ist, um euer Laptop mit der Kühlplatte zu verbinden. Wir gucken mal, wir haben hier 240 mm Lüfter, glaube ich, laut Handbuch. Müssen wir mal gucken, ob ich diese auch bestätigen kann. Erstmal gucken wir uns die technischen Specs an. Und zwar habt ihr hier zwei Lüfter, die ihr auch verstellen könnt. Dual Fan 140 mm. Luftfördervermögen, da müsst ihr ja darauf achten, da das können die. Aber ihr sollt hier bloß nicht... denken, dass ihr hier volle Pulle aufdrehen. Ihr könnt damit eure internen Lüfter natürlich auch beschädigen, wenn ihr zu viel des Guten wollt. Und natürlich müsst ihr denken, diese Kühlplatte hat natürlich auch einen eigenen Stromverbrauch von 2,4 Watt. So, genau. Packen wir die mal aus. Und benutzen tut ihr eine Kühlplatte natürlich, wie es sich ja anhört, zum Kühlen eures Lappies und natürlich seht ihr eure zwei 140er Lüfter, ist leider aus Plastik, hier sind so Gummifüße und dann hat natürlich die Kühlplatte auch noch eine kleine eine gute Eigenschaft, einmal hier scheinbar zum Lüfter verstellen. Ich hole uns gleich mal ein USB-Netztrafo, dass wir die mal anstecken können und uns die mal angucken können und natürlich kommt hier euer Lappy drauf. Hier gucken wir sie noch mal von hinten an. Und die könnt ihr dann so ausklappen. Und dann steht euer Notebook höher. Also sieht auch gut zum Transportieren aus, weil dafür brauche ich sie. Und ja, folgendes gucken wir uns jetzt mal an. So. Ich hole uns aber fürs Unboxing ein anderes Kabel, denke ich mal. Nee, ich habe hier unten meinen Ryzen Ready PC stehen. Aber ich guck mal kurz, ob ich ein anderes Kabel finde. Gut, für den Test heute müssen wir natürlich leider ein anderes Kabel holen. Ich habe hier ein anderes, längeres Kabel. Ja, tut mir leid, dass man wieder so ein bisschen auch ins Leere starrt. Ich könnte schneiden, aber das für diese paar Sekunden, die wir jetzt brauchen dafür. So, der Leer. Und ihr powert die natürlich, ihr habt hier einen Power-Eingang, der hier. Ja, die Kühlplatte funktioniert schon mal. Ist auch super leise.
Ja. Also vom Eindruck her ist es le so leise wie mein Gaming-PC, die Kühlplatte. Luftstrom erzeugt sie nicht so einen harten, braucht ihr aber nicht. Und da stellt ihr jetzt euer Gaming-Notebook drauf. Ich mach das mal ganz kurz. Dann zeige ich euch das. Kann ich leider hier nicht mit anmachen. Und ja. Gut. Ist ein bisschen knarzig und nur aus Plastik, aber dürfte ja gehen. Sodele, ich hole euch mal dazu. So. So sieht das dann aus. Und jetzt könnt ihr euer Laptop hier hochklappen. Und so. Ist ein bisschen kleiner. Aber das 17,4 Zöller steht hier super drauf. Ist nämlich ein 17,4 Zöller hier. Und ja, jetzt müsst ihr nur noch das mitgelieferte USB-Kabel oder wie in meinem Fall, könnt ihr auch ein anderes nehmen, an einem eurer USB-Ports anschließen. Auf jeden Fall eine super Sache. Mal sehen, wie sich das in Zukunft bei mir zeigt. Sehr leise war sie. Und das ist meine jetzige Kühlplatte. Da ist mein 17, das ist für einen 17, für einen 18,4 Zöller. Für ein anderes Gerät, was ich hier habe, konstruiert. Und da seht ihr zwei 80 mm Desktop-Lüfter. Also das sind die Slim-Lüfter. Das hier sind richtige Desktop-Lüfter. Aus dem Netzteil, aus dem gekauften. Also da steht das Netzteil übrigens. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, ich werde in den nächsten Wochen nach dem Video hier vielleicht auch mal ein Video dazu hochladen. Und wie gesagt, ihr könnt ja bei den Benchmarks noch dabei sein. Und auch dort kommt die Kühlplatte hier zum Einsatz. Also freut euch schon mal drauf. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.